Tja, meine Damen und Herren, hochaktuell sind wir heute. Hier in Treptow, am S-Bahnhof Treptow, an der Treptower Brücke, stehen die Dampfer der ehemaligen Weißen Flotte, dieses Jahr aber fahrend unter dem Zeichen der Stern- und Kreisschifffahrt. Hier soll heute die Dampfersaison, die Ausflugsfahrtensaison 1992 eröffnet werden. Wir werden uns gleich auf dieses Schiff hier begeben, auf die Mont Bijou, und werden einige Kilometer auf dem Wasser zum Mückelsee zurücklegen. Wir wollen von dieser Fahrt berichten und wollen Ihnen das Ausflugsfahren auf Berliner Seen so richtig schmackhaft machen. Kommen Sie mit, begleiten Sie uns. Ja, wir haben uns jetzt in das Allerheiligste des Schiffs begeben, auf die Brücke. Wir sind neben Herrn Kapitän Nikolai, Schiffsführer, hat er diskret darauf hingewiesen. Herr Nikolai, fahren Sie die Strecke öfter? Also die Strecke hier in Richtung Köpenick ist eigentlich mit die meistbefahrenste. Das war früher schon unser Stammrevier, wo sollten wir auch hinfahren. Sie haben gesehen, in Treptow die Elsenbrücke, ab dort war alles dicht, das war schon Grenzgebiet unser Hafen. Und hier ging eben alles raus in Richtung Köpenick, Friedrichshagen zum großen Mückelsee oder in die andere Richtung, über Grünau dann in die Richtung Königs Wusterhausen, Neue Mühle. Das Ruder halten Sie hier mit lockerer Hand, so einfach ist das gar nicht, kann ich mir vorstellen. Ach na ja, ist eine Frage der Gewöhnung. Es gibt natürlich immer mal irgendwie Situationen, wo es nicht so klappt, aber normalerweise jetzt, wenn man so gerade ausfährt, da kann eigentlich nichts passieren. Das ist bloß höchstens dann beim Anlegen oder so, dass man dann da mal sich ein bisschen versteuert oder dass irgendwelche Einwirkungen dazu führen, dass es nicht ganz so klappt, wie es klappen sollte. Aber ansonsten fährt das Schiff gut geradeaus und gibt keine Probleme. Wir haben jetzt vor uns eine Brücke, der Mast ist eben eingeklappt worden hier hinter uns. Herr Kapitän, das ist das Allerheiligste hier. Hier darf nicht jeder rein, nur wir heute als Ausnahme. Ja, nicht jeder. Ab und zu ein paar Kinder, die neugierig sind und denen die Fahrt an sich zu lange ist, um so ein bisschen ruhig zu halten, die lässt man schon ab und zu mal hier mit rein. Und die dürfen mal schauen und dürfen auch mal auf die Hupe drücken hier so. Und dann freuen sie sich und dann ist die Dampferfahrt schon gelaufen. Ja, das war's aus der Brücke. Wir wollen dann mal runterschauen, noch weiter, was wir von dieser ersten Fahrt hier der Stern- und Kreisschifffahrt Ihnen mitteilen können. Vielleicht kleinen Moment, ja. Er müsste jetzt mal den Kopf ein bisschen einziehen. Wir sind jetzt etwas kleiner geworden, das Dach ist hier etwas heruntergezogen werden. Wir leuchten nochmal die Flagge der Stern- und Kreisschifffahrt ab und dann sollten wir nochmal hupen. Ja. Danke.
So, nachdem wir beim Kapitän auf der Brücke waren, oder wie er sagte, beim Schiffsführer, haben wir uns den Chef vom Ganze ans Mikrofon geholt, Herr Dr. Wattenberg, Geschäftsführer der Stern- und Kreisschifffahrt. Sie haben eben die Pressekonferenz mit Ihren Mitarbeitern abgehalten hier unter Deck und die Sonne hat uns jetzt eingefangen am Oberdeck. Ich glaube, es gibt einiges zu sagen zur Stern- und Kreisschifffahrt. Es lohnt sich, hier in den Sommer zu starten. Das ist richtig. Wir haben ja ein sehr umfangreiches Programm. Wie ich vorhin in der Pressekonferenz schon sagte, wir haben 18 Linien. Das bedeutet ja eine erhebliche Ausweitung gegenüber früher, weil wir eben die Weiße Flotte dazugenommen haben. Und wir haben diese traditionsreichen Linien, die ja auch die Weiße Flotte immer gefahren hat, mit in den Fahrplan aufgenommen, um gerade auch den Berlinern die Möglichkeit weiterhin zu bieten, per Schiff in die Ausflugsgebiete um Berlin herum zu kommen. Wir halten hier ein kompaktes Programm in den Händen, das es lohnt, mal durchzublättern. Mir ist besonders aufgefallen die Kombinationsfahrten Bus-Schiff in die Umgebung, in das Land Mark Brandenburg. Ja, das ist in diesem Jahr oder in dieser Saison erstmals, weil eben bei diesen Schiffsfahrten auch sehr weite Fahrten dabei sind, also entfernungsmäßig sehr weite Fahrten. Und wir haben gerade bei der Stern- und Kreisschifffahrt alt, wenn ich mal so sagen darf, die Erfahrung gemacht, dass es doch viele Leute gibt, die sagen, also hin und zurück mit dem Schiff und 14 Stunden auf dem Schiff, das ist uns doch etwas zu weit. Kann man da nicht irgendwie eine Möglichkeit finden, dass diese Zeit verkürzt wird, aber doch eine Schifffahrt dabei ist? Und da bietet sich natürlich an, in diesem Zusammenhang ganz selbstverständlich fast mit einem Busunternehmen zusammenzuarbeiten, um die eine Fahrt, die eine Richtung mit dem Schiff zu machen und die andere mit dem Bus oder umgekehrt. Und die Leute, die sehr viel Zeit haben und vom Dampferfahren nie genug kriegen können, die können dann beide Touren mit dem Schiff machen und sind dann eben 14, 15 Stunden unterwegs. Aber es ist natürlich interessant, wenn man mal auf der einen Seite sitzt und mal auf der anderen Seite, hat man ja zwei verschiedene Perspektiven. Also so wie jeder Bürger es möchte, Interessenten wird es für beide Richtungen geben. Es ist viel investiert worden in die Schiffe. Vielleicht können Sie uns nochmal sagen, wie viele Schiffe jetzt hier auf den Gewässern fahren, was erneuert wurde und was an neuen Plänen noch bevorsteht. Ja, die Stern- und Kreisschifffahrt GmbH, das ist also die neue, jetzt mit Weiße Flotte vereinte Stern- und Kreisschifffahrt, hat zusammen 40 Schiffe. Wir haben von der alten Stern- und Kreisschifffahrt 12 Schiffe eingebracht, von der ehemaligen Weißen Flotte 28 Schiffe, das sind diese 40 Schiffe. Es musste natürlich bei den Schiffen der Weißen Flotte mehr investiert werden. Wir wissen ja alle, aus diesem Bereich ostzonale Schifffahrt sind verschiedene Reparaturen in den zurückliegenden Jahren etwas vernachlässigt worden. Diese Schiffe entsprechen also auf der einen Seite nicht ganz unserem Standard. Einige Schiffe, nicht alle, einige Schiffe. Andererseits muss aber mal grunddurch repariert werden. Und wir haben also den Aufwand Reparaturen, den wir in unserem Budget drin haben, verstärkt, wie das überall in allen Bereichen ja heutzutage der Fall ist, auf den Bereich Ostschiffe gelenkt und haben jetzt also als Vorbereitung auf die Saison einige Generalreparaturen durchgeführt. Das ist zum Beispiel, dass wir ein großes Schiff völlig erneuert haben im Innenbereich, dass wir vor allen Dingen unsere Investitionen gelenkt haben auf die notleidenden Bereiche. Das sind also insbesondere die Sanitärräume, das sind die Küchen und ist vor allen Dingen auch das Oberdeck. Wir wissen ja, dass in früheren Zeiten in der ehemaligen DDR oder in Ost-Berlin, politisch abgegrenzt Ost-Berlin, es wichtig war, auf dem Schiff einen Platz zu bekommen. Der Platz war, wenn man so will, kontingentiert. Man musste sich sehr lang anstellen, hatte aber dann die Gewissheit, auf dem Schiff zu sein und auch auf dem Schiff ein Essen zu bekommen. Also war der Innenplatz besonders wichtig. Heute wird sich wahrscheinlich, wie auch bei uns, die Situation völlig umkehren, dass man Dampfer fährt, um in der Sonne zu sitzen. Dafür waren die Oberdecks viel zu klein. Wir mussten also Möglichkeiten finden, die Oberdecks zu vergrößern. Das war also eines der wichtigsten Dinge, die ja gleich in der Saison Geld bringen, wenn ich mal so sagen darf. Und deswegen war unsere zentrale Investitionsrichtung Oberdecks vergrößern. So wie hier auch auf diesem Schiff. Ich glaube, das hat einen Standard, der zwischen sogenannt Ost und West nicht mehr zu verwechseln ist. Hier kann man sich also wohlfühlen. Ja, diese Schiffe, es wäre falsch zu sagen, dass die Schiffe nicht in Ordnung sind. Sie müssen nur da und dort etwas verändert werden und insbesondere eben in dem Sanitär- und Küchenbereich. Denn es wird vieles heute gesehen unter dem Gesichtspunkt, wir wollen den gleichen Standard.
Und wir haben auf unseren Stern- und Kreisschiffen einen sehr hohen Standard. Der schlägt jetzt natürlich ein bisschen zurück in der Gesellschaft. Wir müssen also die Hinzugekommenen auch auf diesen Standard bringen. Einige sind schon auf dem Standard, aber einige eben noch nicht. Und da gilt es besonders zu investieren. Ja, meine Damen und Herren, das war eine Menge Informationen. Ich weiß nicht, wie alt dieses Schiff ist. Vielleicht erwähnen wir noch, dass die Stern- und Kreisschifffahrt seit 1888, 1888 habe ich gerade gehört, existiert und damit ein sehr altes, traditionelles Unternehmen ist. Ja, das ist richtig. Das ist die Havel-Dampfschifffahrtgesellschaft Stern, diese alte, traditionsreiche Gesellschaft, die dann nachher durch Hinzukommen des Kreises Teltow dann Stern- und Kreisschifffahrt hieß und die auch einen Namen hat. Und ich darf vielleicht noch mal sagen, auf rotem Kreis ein schwarzer Stern, mit diesen Schiffen fahren wir gern. Sehr schön, meine Damen und Herren. Es ist fantastisch hier, die Sonne bestrahlt und leisten sich einfach mal das Vergnügen, den Luxus, das ist es sicher nicht, ein Vergnügen über die Berliner Seen mit der Stern- und Kreisschifffahrt zu schaukeln. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja, meine Damen und Herren, im Hintergrund Köpenick. Wir verlassen Köpenick, fahren wieder zurück nach Treptow, an die Treptower Brücke. Dort, wo man starten kann mit der Stern- und Kreisschifffahrt, wie an anderen Stellen, wenn Sie mal ins Programm schauen, in der ganzen Stadt bestehen Möglichkeiten, hier zuzusteigen auf die Dampfer. Und wir können Ihnen das nur empfehlen, wenn so wie heute die Sonne lacht. Ja, wir fahren wieder zurück nach Treptow. Das soll es gewesen sein von der Saisoneröffnung der Stern- und Kreisschifffahrt. Guten Abend.